Okay, okay. Chris. Wenn ihr es wollt. Ach, Minsk hat durch irgendwas Handlungsfreiheit und kann deswegen nicht gehastet werden. Das ist kacke. Okay, die Glamerzos bin ich los. Ich kriege halt gute Erfahrungspunkte hier unten. Oh, Scheiße, er heilt. Au. Nein, nein, das kann nicht sein. Oh, ich habe ihn besiegt. Ich warte. Ich bin bereit. Schon erledigt. Habt ihr einen Plan? Oh, da bin ich gestorben. Aber es hat fast geklappt. Ich weiß, wie ich das ein bisschen ändern kann. So, die Superpower-Trinke. Keine große Herausforderung. Ja, verstanden. Wenn ich der Gruppe weit die Dienerin der Natur ist bereit. Wenn ich der Gruppe okay, fast. Keine große Herausforderung. Die Natur hilft das Leben. Ja, verstanden. Ihr zeigt mir wohin. Schwerter. Bin wo immer mit. Jawohl, er ist tot. Und jemand ist schwer verwundet. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Schmerzen über, ich bin bereit. Jawohl, wie ihr wünscht. Für die Gefallenen. Ich werde euch erledigen. Schön. Habt ihr einen Plan? Wie viel habe ich jetzt für Demergorgon gekriegt? C 100.000 statt nur 80.000, okay. Ja, oh drin. Wer nichts sagen, aber du bist ziemlich tot. Und deine Jungs? Die Dienerin der Natur ist bereit. Thank you.
Ach komm, nehmen wir den Helm einfach auch noch mit. Kampfstab plus 2, Streitkolben plus 2. Ihr habt gar nichts, was euch was gebracht hätte. Ja, natürlich. Danke. Danke. Wir wollten, dass ihr unsere Pflicht erfüllt. Wir wollten, dass ihr euch zusammen mit dem Dämon einsperrt. Wir dachten, wir wären zu wichtig, um uns zu opfern. Ein Kind, Balz hingegen? Es war falsch von uns, so zu handeln. Völlig falsch. Helm möge uns verzeihen. Demogorgon ist nun wieder in den Abyss zurückgekehrt, aber zumindest ist er nicht mehr auf dieser Ebene. Es war ein tapferer Kampf, oder? Vielleicht können wir Helm im Tod besser dienen als im Leben. Bitte, Talisa, vergebt uns. Neuer Eintrag, wachende Festung. Nachdem ich mich durch die gefährlichen Stockwerke der wachenden Festung gekämpft hatte, habe ich festgestellt, dass es sich bei dem Eingekerkerten um niemand anderen als um den Dämonenprinz Demogorgon gehandelt hat. Er wurde zerstört und damit vermutlich in den Abyss zurückgeschickt. Der Ritterorden des Wachsamen wurde ebenfalls zerstört. Odin hat mich zwar manipuliert, damit ich seine heilige Pflicht für ihn erfülle, aber schlussendlich hat er doch noch Mumm bewiesen und tapfer gekämpft. Ja, Demogorgon war eine Nummer für sich. Und als optionaler Boss saumäßig stark. Und ich habe ihn auf einfach besiegt. Ernsthaft. Ach, deswegen war er am Schluss so einfach. Oh. Ich warte auf euren Befehl. Ich fühle mich schlecht. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Nach der Zerstörung von Demogorgons Avatar verschwindet Helms Schriftrolle. Ja, pennen wir. Dann geht's jetzt wohl mal zurück nach Amketran und damit wieder zurück ins eigentliche Spiel, in die Hauptstory. Ja, wachende Festung. Schöner Ort. Nein, danke. Nie wieder. Keine große Herausforderung. Ja, Taverne würde ich mal sagen. Ah ja, der Typ war wirklich hammerhart stark. Selbst auf einfach ist er saumäßig stark. Ich hätte gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Und ihr habt ja gesehen, was ich noch an Buffs drauf hatte. Los, spuck es aus. Stummer Zauber. Regeneriert hast, alles Mögliche auf die Leute gewirkt. Nun gut. So, jetzt muss ich erstmal in die Taverne. Das war das Gebäude hier. Mal gucken, ob ich da Sternensaphire finde. Wenn nicht, muss ich bis nach da oben in die Arkanarchive und gucken, ob der noch Sternensaphire hat. Was möchtet ihr? Bei mir ist das Bier billig. Ja, Handel. Da müssen wir jetzt gut gucken. Goldener Hornhelm, Ritterrüstung, Blutstein, Wasser, Zirkone, Elfenkettenhemd, Smaragd hättest du... Oh ja, da sind Sternsaphire. Gut. Ich warte, erzählt mir mehr davon. Aber ja, ich hätte schwören können, dass ich beide pflege.
Teile in der wachenden Festung kriegen würde, die noch fehlen. Bis jetzt habe ich nur einen gehabt. Keine große Herausforderung. So. Ja. Dann sagen wir Hallo zu Cespanner. Dass der mir den Stern durch verbessert. Cespanner. Cespanner stolz. Schwal hatte einen davon. Okay, ja. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Cespanner geht wieder an die Arbeit. Oh ja, viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Erst wurde der Griff dieses Dolches durch die Sternsaphir gespielt. Es gehört ja zu den gefährlichsten Waffen in den Reichen. Besondere Fähigkeiten. 15% aller Treffer wird der Träger für 60 Sekunden unsichtbar. 5% aller Treffer richten zusätzlich 1W8 durch Feuer und 1W8 durch Elektrizität an. Okay, ETW, Schaden. Was immer ihr wünscht. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Warum bist du schon wieder erschöpft? Ich will eine kleine Rast einlegen. Ja, das ist der Gurgelschlitzer. Der hat keine besonderen Fähigkeiten. Hat der Sterndolch eher. Auch cool. Warum zur Hölle kriege ich, wenn ich... Ach so, wegen ihrem... Einhändig, oder? Einhänder-Kampfstil, ja. Gibt. Ja, Boni. Da rasten wir halt hier nochmal. Dass du auch ausgeruht bist. Ja, wenn ihr es wollt. Natürlich. Packen die beiden Sachen mal weg. So. Hi Katze. Euer Wunsch ist mein Begehr. Keiner unternimmt was gegen die Höhlen der Toten. Die sind doch schon leer mittlerweile. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen Sendais Enklave und Abbasigals Lagerstätte. Gehen wir erstmal nach Sendais Enklave. Hi. Ja, du bist ja ein toller Holzfäller, hm? Groß sieht's hier schon mal nicht aus. Das hier ist Privatgelände. Was treibt euch hier herum? Ich komme hier nur vorbei. Ich suche nach einem Kind Bals namens Sendai. Wer seid ihr? Ich habe keinen Grund, eure Fragen zu beantworten. Ich gehe, wo ich will und fahre, wie ich will. Ich komme hier nur vorbei. Schaut, ich möchte wirklich keine Schwierigkeiten oder so. Ich bin nur ein armer Holzfäller, der versucht, sich seinem bescheidenen Nebenmund zu verdienen. Seid doch so gut und zieht einfach friedlich eures Weges. Ihr schon wieder? Wollt ihr wohl keinen Frieden geben? Was wollt ihr, Fremdling? Ich suche ein Kind namens Kind Bals namens Sendai. Ein Kind Bals? Hoch darüber weiß ich nichts. Aber als ich bei der nördlichen Mündung des Flusses war und gerade ein wenig Brennholz sagte, habe ich ein paar komisch aussehende Elfen zwischen den Bäumen erspäht. Kann aber auch sein, dass ich mir das nur eingebildet habe. Ich habe noch nie zuvor schwarzhäutige Elfen gesehen. Ich sah sie nur ein paar Sekunden lang und dann waren sie plötzlich verschwunden. Eigentlich mag ich keine Fremden, die in meinen Wäldern herumlungern. Aber wenn ihr meine Version wissen wollt, dann hat das alles seine Ordnung. Sucht nach den Holzkarren auf der südwestlichen Lichtung dieses Waldes. Ich danke euch. Ich werde überprüfen, was ihr da gesehen habt. Ich hoffe, ihr findet, wonach ihr sucht. So, wenn ich in deine Hütte reingehe, bist du dann stinkig auf mich.
Nö. Auf geht's. Ich traue dir aber auch nicht richtig. Dass du hier nichts mit Fallen versehen hast. Nun gut. Dein Geld will ich nicht. Hm. Ist was los? Okay, okay. Ich will nur wissen, ob du irgendwas... Heiltränke habe ich genug, danke. Oh.